Bagarma vom Landesfeuerverband, ein Teil dieses Hilfsprojekts für die Ukraine. Was passiert heute Abend? Ihr startet wieder. Ja, heute geht's los. Das ist der zweite größere Transport, den wir so ein bisschen gemeinsam machen unter unserer Flagge unter der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Cochem. Das ist ein gemischter Konvoi. Das heißt also, wir haben vier verschiedene Fahrzeuge mit tollen gespendeten Fahrzeugen. Einmal sind da ganz normale Busse dabei, wir haben LKWs, wir haben Feuerwehrfahrzeuge, einige dabei, wo also Kommunen gesagt haben, komm, also bevor wir die jetzt verkaufen, geben wir sie euch, dass ihr die da zum sinnvollen Zweck führt. Und das alles bringen wir jetzt also Richtung Polen. Dort wird es von den Ukrainern übernommen, vom dortigen Katastrophenschutz. Und die bringen das also in die Region von Odessa. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr beim ersten Transport ruckzuck 160 Tonnen, meine ich, Hilfsgüter zusammengekriegt. Tonnenmäßig schafft ihr das ja diesmal locker. Ja, es ist, glaube ich, sogar inzwischen ein bisschen mehr geworden. Es sind halt insgesamt 21 Fahrzeuge, die drin sind, die alle von ehrenamtlichen Fahrern dorthin gefahren werden. Gesamtwert so unterm Strich so knapp unter 1 Million. Wenn ich ganz ehrlich bin, als ich den Aufruf gekriegt habe, mit der Bitte, ihn zu teilen, was ich natürlich super gerne gemacht habe, hat sich mir die Frage gestellt, wer spendet denn Busse, LKW, Feuerwehrfahrzeuge und Bagger? Hat jemand das übrig? Wie kommt es dazu, dass so viel Material jetzt zusammenkommt? Das sind natürlich manchmal schon noch Fahrzeuge, die abgeschrieben worden sind für den Normalbetrieb, die aber noch völlig in Schuss sind. Also das kann man verantworten, dass man die also wieder gut in Funktion bringt in Richtung Ukraine. Und bei den Feuerwehren ist es so, dass Kommunen ja auch schon mal neue Fahrzeuge anschaffen müssen, weil bestimmte Altersschritte übergangen sind und einiges mehr. Und ab diesem Punkt halt sind die Fahrzeuge nicht kaputt, aber sie werden halt abgeschrieben, sind sozusagen raus aus dem normalen Geschäft, müssen normalerweise weiterverkauft werden, damit die Kommunen Einnahmen haben. Da haben die Kommunen gesagt, komm, das wollen wir jetzt in diesem Fall mal aussetzen und machen das also so, dass wir das für den guten Zweck als Fahrzeug, Feuerwehrfahrzeug für die Feuerwehr der Ukraine spenden. Wie ist diese Hilfsinitiative zusammengekommen? Cochem Zell hilft mit dem Landesfeuerwehrverband zusammen. Der Lars Bogdanski spielt eine ganz große Rolle, der Landesfeuerwehrverband spielt eine ganz große Rolle. Wie passt das alles ineinander? Ja gut, das kam ja durch einen gemeinsamen Kontakt, dass man gesagt hat, hier, wie wär's, wollen wir nicht gemeinsam was machen. Der Lars ist also jemand, der hier super organisiert hat und das zentral zusammenstellt. Wir sind auch hier gerade auf seinem Firmengelände unterwegs miteinander. Das heißt also auch das ehrenamtlich alles, sogar das Gelände wird zur Verfügung gestellt, um die Aufstellung zu machen, um zu schauen, dass die Fahrzeuge richtig verladen sind und richtig gesichert sind. Und dann der Verband so ein bisschen mit seinen Möglichkeiten auch nochmal dazu zu führen, dass das zusammengeführt werden kann, dass Spender akquiriert worden sind, die vielleicht auch mal ein großes Fahrzeug spenden und nicht nur kleinere Geldmengen. Das alles hat dann zusammengeführt und passt jetzt hier zu dieser tollen Zusammenarbeit. Du fährst selbst mit? Ich fahre auch selber mit natürlich, weil es muss einfach sein. Es ist auch gut, tut eigentlich allen gut, die was machen können. Man hat ja so das Gefühl, man kann in der Ukraine nichts bewegen, weil man so hilflos ist. Und mit solchen Schritten kannst du wenigstens die Kleinigkeit tun. Deshalb ist es gar nicht ganz uneigennützig, es ist einfach gut, dass man was machen kann. Wenn man das hier als eine Kleinigkeit bezeichnet, dann ist man, glaube ich, sehr bescheiden. Eine Riesenaktion mal wieder vom Landesfeuerverband, nicht vom Landesjugendfeuerverband, aber eben drüber gesprochen. Die deswegen, die bestimmt. Aber eine ganz große Aktion und den Lars suchen wir uns jetzt auch noch für das Interview. Vielen Dank. Wunderbar, und gerne. Eine gute Reise. Und kommt ganz lieben Dank. Alles Gute euch. Lars Bogdanski von der Firma Hertha und der Initiator von Cochem Zell hilft. Von dieser spektakulären Hilfsaktion, die schon einmal, 160 Tonnen meine ich mich zu erinnern. 135, da war ich ein bisschen drüber, aber die hättet ihr wahrscheinlich auch noch geschafft, wenn ihr noch einen Tag länger gehabt hättet. Geliefert habt, jetzt seid ihr zum zweiten Mal unterwegs mit unglaublichen 21 Fahrzeugen im Konvoi. Erzähl, was passiert ist in der Zwischenzeit? Also wir haben vom ersten Konvoi, habe ich einige Kontakte direkt in die Ukraine reinbekommen. Per WhatsApp lief die letzten Wochen, ist ja mittlerweile 8 Wochen her, lief die letzten 8 Wochen ein reger Austausch. Wie ist die Lage in Odessa? Was könnt ihr noch gebrauchen? Und vor 3 Wochen habe ich eine Anfrage bekommen, eigentlich nur über Bauhandschuhe. Habe aber mit dieser Anfrage dann noch eine neue Anforderungsliste bekommen, wo halt eben dann die, wo jetzt bekannt ist. Diese unglaubliche Anforderungsliste. Habe mir dann eine Woche Zeit genommen und einfach mal in mich gegangen, ob dies möglich ist. Habe dann mit dem Landesfeuerwehrverband wieder zusammen entschieden, alles klar, wir versuchen es. Ja, 3 Wochen später fahren wir hier mit 21 Fahrzeugen weg und in den Ladepapieren steht ein Wert von 995.000 Euro. Ich denke, das kann sich sehen lassen und vor allen Dingen, wir haben von dieser Liste über 80% erfüllt und können den Leuten in der Ukraine bzw. in Odessa jetzt genau die Sachen liefern, die jetzt gebraucht werden. Also du hast eben von dieser unglaublichen Liste gesprochen. Ich habe ja über wen auch immer einige Male diesen Aufruf erhalten. Kannst du es nicht auch teilen? Machen wir natürlich mit 56 aktuell super gerne. Aber unglaublich war für mich auch diese Liste. Ich dachte nicht, dass es möglich ist, auch nur einen Bruchteil davon zusammenzukriegen. Ich hatte nichts im Keller davon stehen, was ich hätte dazu liefern können. Aber
Wie kommt man an solches Material? Gut, ich sag mal, ich bin ja auf der einen Seite Feuerwehrmann, auf der anderen Seite Unternehmer. So als Unternehmer hat man so einige Telefonnummern, also beziehungsweise Kontakte im Telefon, wo Netzwerke dahinter stehen, die man schon seit Jahren pflegt, wo man sich denkt, alles klar, der Kontakt kann dir weiterhelfen. So, und die Kontakte habe ich natürlich zuerst mal bespielt. Da kamen dann schon noch wieder die anderen Kontakte. Und so ging das jetzt die letzten 3 Wochen. Telefoniererei, mal eine Zusage, mal eine Absage. Das war alles nicht einfach, aber die Hilfsbereitschaft ist immer noch sehr groß. Und auf dem Wege möchte ich mich auch einfach mal bedanken bei allen Spendern, ob es jetzt die Großmaschinen sind oder letzten Samstag die humanitäre Geschichte, wo über 2.500 Kartons jetzt in den Bussen verladen sind, wo wir auch jetzt direkt, also wir fahren keine Lager an, wir fahren es direkt in die Ukraine, direkt in die Kinderheime, direkt in die Tierheime. Die LKWs, die Bagger, das kommt alles direkt jetzt dahin, wo es gebraucht wird. Und das war sowohl mir wichtig, das war dem Landesfeuerwehrverband wichtig, dass wir jetzt in irgendwelche Lager in Polen voll fahren. Aber ihr fahrt nach Polen und von da wird's übernommen? Wir fahren aus dem Grund nach Polen. Der einfache Weg für die Ukrainer wäre Rumänien. Deswegen haben wir beim ersten Mal Rumänien gewählt. Rumänien hat den Nachteil, wir müssen 800 Kilometer Landstraße fahren. Jetzt ging das beim ersten Konvoi mit 7 Sattelschleppern, war das vertretbar. Jetzt mit einem Konvoi mit 21 Fahrzeugen 800 Kilometer Landstraße zu fahren, das wäre unvertretbar. Das kann ich als Einsatzleiter auch gar nicht mehr verantworten. Und wir nehmen jetzt den Weg Polen und die Ukrainer kommen dann halt eben, wir haben jetzt ungefähr, wir treffen uns in der Mitte. Die haben 1200 Kilometer, wir haben 1200 Kilometer. Nur für uns ist dieser Komplett-Kupf-Konvoi so einfacher. Die Ukrainer fahren jetzt einen Teil nach Odessa, einen Teil nach Charkiw, einen Teil nach Kiew. Der Konvoi in dieser Größenordnung findet in der Ukraine nicht statt. Hier, Bombenaktion, was dachtest du, hast eben als unglaublich bezeichnet. Was hast denn du am Anfang gedacht, wie viel von der Liste zusammenkommt? Wenn ich ehrlich bin, am Anfang war ich schon sehr skeptisch. Mir waren so ein paar Sachen klar, die zusammenkommen, die ich auch von meinem Unternehmen einfach besorgen konnte. Aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich hier 5 Busse bekomme. Und krass, ja. Teilweise, die sind alle noch im Tip-Top-Zustand. Ich hätte niemals gedacht, dass wir Radlader bekommen, weil zeitweise hat es mal so ausgesehen, dass Radlader ganz heiße Ware ist. Ja. Da hat uns aber der Landesbetrieb Mobilität echt ganz stark unterstützt. Da hat die Anke Beilstein, unsere Landtagsabgeordnete, den Kontakt hergestellt. Und dann lief eine landesweite Abfrage und ich kann einfach nur Danke sagen. Mega, das Danke müsste man euch sagen. Natürlich auch diesen ganzen Spendern, aber vor allem dir für die Organisation im Landesfeuerwehrverband, für die Unterstützung, allen Helfern, die dahinter stecken. Apropos, du bist Unternehmer. Wie viel Unternehmen konntest du denn überhaupt noch machen? In den letzten 8 Wochen sind es ja dann inzwischen seit dem ersten Konvoi der Organisation dafür. Läuft das noch? Ja. Ist das noch? Ja, Gott sei Dank. Gut, ich mache diese ganze selbstständigen Geschichte jetzt 10 Jahre. So, irgendwann hat man Erfahrungen, irgendwann weiß man, was geht, was nicht geht. Wir sind mit 2 Geschäftsführern hier in dem Betrieb. Unser Betrieb ist ein bisschen größer, wir haben 25 Mitarbeiter. Du darfst es auch ruhig nennen, bei uns darf man ruhig den Betrieb nennen. Also das ist die Forstbrieb Hertha GmbH in Dreiskaden. Und wir als Geschäftsführung haben einfach dann entschieden, dass es wieder geht. Vorteil ist halt eben 2 Geschäftsführer. Wenn ein Geschäftsführer sich hier mit so einer Geschichte befasst, dann ist immer noch einer da. Ja, dann ist er weg. Ein abschließendes Wort, eine Einschätzung von dir. Du warst auch im Ahrtal, wir haben eben kurz drüber gesprochen. Was hältst du denn von diesen Kommentaren, die immer wieder auftauchen? Mensch, klar, Ukraine ist schlimm, aber das Ahrtal ist viel näher. Hat das eine mit dem anderen wirklich was zu tun? Passiert da nichts mehr, weil in der Ukraine viel passiert? Wie ist das aus deiner Einschätzung raus? Also meine persönliche Einschätzung, auch wenn die jetzt wahrscheinlich, wenn ich damit der Feinde mache und jetzt sehr viele negative Kommentare unter diesem Beitrag ist, das Ahrtal ist in Deutschland. Deutschland ist eines der reichsten Länder auf diesem Planeten. Das heißt, auch wenn die Hilfe langsam kommt, vom Land, vom Bund, sie kommt. In der Ukraine gibt es keinerlei Grundlage für eine solche Hilfe vom Staat her. So, ich sehe uns einfach als Europa, nicht nur als Deutschland, auch als Europa in der Pflicht, hier sowas zu machen. Und wenn ich eine Hilfe von einer Feuerwehr bzw. von einer Katastrophenschutzorganisation bekomme, sehe das als Feuerwehrmann, dann muss ich da handeln.
Weil dieser Feuerwehrmann arbeitet gerade mit Material, womit er nicht arbeiten kann. Hierzu gerade vielleicht was einfach die Motivation schafft. Ich habe am Wochenende von dem Bombenanschlag in Odessa Bilder bekommen und die Einsatzkräfte auf diesen Fotos hatten die Kleidung und die Materialien in Benutzung, die wir vor 8 Wochen dahin geliefert haben. So. Und das ist die Motivation. Das ist eine starke Motivation und du hast es ja auch in Worte gefasst. Das sieht man natürlich immer ein bisschen anders, wenn man vor Ort ist. Und es gibt viele, die sehen es ganz einfach zu einfach, schwarz und weiß. So einfach ist es nicht. Nein. Auch das Ahrtal bleibt nicht vergessen. Jetzt geht es aber erstmal darum, das alles in die Ukraine zu bringen. Wie viele Leute sind da am Start? Wie viele Leute fahren heute Nacht? Wir fahren mit 55 Fahrern auf 21 Fahrzeugen. Jedes Auto hat mindestens 2 Fahrer. Wir fahren durch. Wie gesagt, jetzt ist ja die Strecke dazu 1180 Kilometer. Wir werden irgendwann morgen am späten Nachmittag da sein. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte wie Rumänien. Hier wird eher die Herausforderung nicht die Strecke, sondern die Technik. Ja, das kann natürlich sein, je nachdem, aber da habt ihr ja genug Leute dabei, die dann wirklich auch mal ein bisschen was auf der Strecke erledigen können. Ja. Mir bleibt es nur stellvertretend für die Leute, die schon kommentiert haben bei mir auf der Plattform, danke zu sagen für eure Meinung. Kommt gut an und kommt vor allem wieder gut zurück. Lars Bogdanski, der zweite Konvoi, macht sich gleich auf die Strecke.